Vollständig abgebrannt ist diese Gartenhütte zwischen zwei Einfamilienhäusern in Bad Arolsen. Auch eine angrenzende Hecke wurde auf mehreren Metern zum Raub der Flammen. Die Feuerwehr, der zunächst ein Wohnhausbrand gemeldet worden war, verhinderte ein Übergreifen auf das nur wenige Meter entfernt stehende Haus. Die Kripo hat inzwischen herausgefunden, dass ein technischer Defekt als Grund für das Feuer ebenso ausscheidet wie vorsätzliche Brandstiftung. Zur Verlegung eines Patienten ins Herz-Kreislauf-Zentrum nach Rothenburg ist am Sonntagabend der Rettungshubschrauber Christoph Hessen zum Korbacher Stadtkrankenhaus angefordert worden. Die Feuerwehr leuchtete den Landeplatz aus und sicherte ihn während des Starts der Maschine ab. Eine alkoholisierte 19-Jährige ist auf der alten B450 mit dem Auto ihrer Mutter von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Dabei wurde die junge Frau aus dem Kreis Paderborn leicht verletzt und wurde ins Krankenhaus gebracht. Dort musste sie auch eine Blutprobe abgeben. Schwere Verletzungen haben der 70 Jahre alte Fahrer und der 81-jährige Beifahrer dieses Wagens erlitten, als die Männer aus Arnsberg zwischen Buhlen und Lieschensruh verunglückten. Womöglich durch Sekundenschlaf fuhr der 70-Jährige zu Beginn einer Rechtskurve geradeaus und kam von der Bundesstraße 485 ab. Der Mitsubishi überfuhr den Grünstreifen, hob an einer Wurzel ab, prallte gegen einen Baum und schleuderte herum. Rettungskräfte lieferten die beiden Männer ins Krankenhaus nach Bad Wildungen ein.